Einheiten kommen. Wir müssen uns um sie kümmern. Hey Leute, willkommen zurück zu Rise of the Tomb Raider. Oh, Kacke, wir sollen Trinity aufhalten. Aber das Ziel nicht im Blick. Erwarte Befehle. Position halten und bereit machen. Sie ist gefährlich. Oh ja. Das sind wir. Auf jeden Fall ist Lara gefährlich. Ich weiß, dass du jetzt gern Archäologie-Zeitschriften liest, aber ich bitte dich, wenn du darin etwas eher Unerfreuliches über mich siehst, es zu ignorieren. Es gibt Leute, die meine Arbeit hier einfach nicht verstehen. Vielleicht macht sie ihnen sogar Angst. Aber Angst und Dummheit kümmern mich nicht. Und so solltest du es auch halten. Ich werde dir bald alles erklären, mein Mädchen. Die Leute, die Angst hatten, war das Trinity? Du hast es mir nie erzählt. Vermutlich spielt es auch keine Rolle. Sie haben den Weg zu mir gefunden. Jetzt muss ich mich mit ihnen auseinandersetzen. Oh. Okay, die Munitionskapazität habe ich jetzt nicht. Ah, ich kann das Gewehr aufrüsten. Nee, kann ich nicht. Hä? Na gut, die anderen beiden kann ich, aber das ist mir egal. Nee, das lasse ich mal. Ja, ist schade, dass sie eben so nur noch an ihren Vater zurückdenken kann. Was war der Plünderer? Aha. Tiere glühen bei der Verwendung des Überlebensinstinkts. Ja, komm, machen wir das mal. Was ist das? Meister des Landes. Exotische Tiere finden. Ja, das hätte ich mal früher machen sollen. Aber ist ja nicht so wild. Giftpfeile. Ja. Oh yeah, da gibt's wieder ein nettes Zeug. Und Öl. Ey, es gibt alles hier. Geil. Nee, komm, scheiß drauf. Ich nehme doch den Bogen. Zentrale, wir sind in Position und haben sich Kontakt. Verdammt. Stimmt, Ärger. Sie ist hier. Ihr Pennergesichter. Meint ihr etwa, das war's, oder wie? Oh crap, nicht schon wieder. Nicht schon wieder der Heli. Oh. Oh, Kacke. Dich blinder ich noch. Haben Sichtkontakt zum Ziel. Ich wiederhole, haben Sichtkontakt zum Ziel. T4, beim Anführer Sonne. Wir kümmern uns darum. Oh, nö. Signatur bestätigt. Klar zum Angriff. Roger, alle Angriff. Oh shit. Boah. Diese Pennergesichter. Ach, sag bloß. Ich bin nicht unterm Eis. Hab ich so ausgedacht. Oh Gott. Na, wie gut, dass ich eine Atemmaske habe. Eingekreist. Ich muss vorsichtig vorgehen. Oh Mann. Die wissen ja sofort, wo ich bin, die Schweinebacken.
Ich hab gehört, ihr seid allergisch gegen Bögen mit Sprengpfeilen, ha? Ihr schwer gepanzerten Penner. Abwarten. Lass sie zu dir kommen. Ihr könnt gar nicht wissen, wo ich bin, ihr Schweine. Ach so. Komm mal direkt wieder. Das ist Zentimeter dickes Eis. Du kannst da einen Scheiß durchsehen, Freund. Ein Scheiß. Und trotzdem läuft er immer... Guck mal. Kann gar nicht sein, mein Freund. Kann gar nicht sein. Ich glaube, unter Wasser kann ich mich ganz schlecht heilen, hä? Oh Gott, das sind viel zu viele. Auch noch diese stark gepanzerten Blödmänner. Ich hab euch. Der letzte von ihnen. Ich muss zurück zu Jonah. Ihr seid mir ja vielleicht ein paar Schätzchen. Oh Gott, nein. Jonah. Jonah. Lara. Ich bin hier. Lara. Hör mir zu. Nein, nicht bewegen. Ich das hier nicht überlebe. Sag sowas nicht. Nein, hör nur zu. Gib dir nicht selbst die Schuld dafür. Wir alle treffen eigene Entscheidungen. Sein Ende ist nah. Nein, er darf nicht sterben. Wir können ihm helfen. Er muss sofort ins Observatorium, zu Jacob. Nur Jacob kann Jonah jetzt retten. Wir müssen ihn zurück ins Observatorium bringen. Uiuiui. Ja, nur der Josef kann helfen. Oder Joel? Was, Joel? Also ich glaube, Jacob war es nicht. Nee, der hieß nicht Jacob, oder? Nein. Ach man, ich will nicht, dass Jonah stirbt. Jonah ist super. Er nennt Lara kleiner Vogel. Jacob, er stirbt. Ich kümmere mich um ihn. Der Herr behütet dich. Er ist der Schatten über deiner rechten Hand. Dass dich tags die Sonne nicht steche, noch der Mond nachts. Der Herr behüte deine Seele vor allem Übel. Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Drückt auf die Wunde. Macht ihn bereit. Jacob, Sie sind angeschossen. Sie sind es. Nicht wahr? Der unsterbliche Prophet.
Ich spüre Schmerzen. Ich kann verletzt werden. Ich bin ein Mensch, dem kein Tod vergönnt ist. Und die göttliche Quelle? Ich entdeckte sie vor langer Zeit. Sie ist real und unglaublich mächtig. Aber sie ist nicht göttlich. Sie haben sie angelogen. Über Generationen. Ich bin nicht stolz darauf. Aber ich tat es zu ihrem Schutz. Einst nutzte ich die Quelle, um meine Armeen unsterblich zu machen. Aber das war ein furchtbarer Fehler. Sie meinen die Krieger im Archiv? Als Feinde Kitesh angriffen, begruben die Unsterblichen die Stadt unter dem Eis der Berge. Tausende starben. Sie begingen eine Gräueltat, um die Macht zu behalten. Trinity wird das auch tun. Aber mit weit schlimmeren Folgen. Das sind nicht Sie. Der Mann, den ich jetzt kenne, würde seinem Volk nie schaden. Verstehen Sie nicht? All das ist mein Werk. Und es muss endlich ein Ende haben. Vater! Sie kommen näher! Sie bahnen sich mit Gewalt einen Weg ins Eis. Dann haben wir schon verloren. Nein. Irgendwie muss man sie aufhalten. Jacob, auf der Karte war ein Geheimgang in die Stadt verzeichnet. Der Weg der Unsterblichen. Das ist zu gefährlich. Uns läuft die Zeit davon. Sie wissen, dass ich jetzt nicht aufgebe. Wenn wir Trinity verlangsamen, haben wir vielleicht eine Chance. Ich greife sie mit unseren Truppen auf dem Eis an. Dann sofort. Öffne den Weg. Wenn Sie bereit sind, gehen Sie durch den Eingang unter dem Observatorium. Ich werde mich um Ihren Freund kümmern. Wow. Krass. Ich hab's die ganze Zeit gewusst. Ihr natürlich auch, oder? Jacob ist der Prophet. War ja irgendwie zu offensichtlich. Warte mal, ich will mir erst nur ein paar Münzen holen. Ja, ich weiß. Hauptstory ist jetzt erstmal nicht so wichtig. Well. Ach man, jetzt kommt's hier nicht mehr raus, ne? Achtung. Ja. Ich mach eine Schnellreise, komm. Ich will jetzt hier nicht draufgehen. Ich will mir nicht noch ein paar Münzen holen, bevor ich jetzt hier weitermache. Weil es scheint mir, dass die Hauptstory nicht mehr so lange gehen wird. Mal Herausforderungen. Hier gibt es keine Gräber mehr. Grab abgeschlossen. Kein Grab. Ist hier vielleicht noch ein Grab? Nee, Herausforderung. Auch hier ist kein Grab. Es fehlt echt noch ein Grab und ich weiß nicht, wo es sein soll. Das ist ja witzig. Wo ist das letzte Grab? Oh. Kryptaschätze haben wir auch noch nicht alle. Wie sammle ich denn Kryptaschätze? Und wie werfe ich die Kürbisse vor allem? Das ist auch noch so ein Ding. Das habe ich auch noch nicht rausgefunden. Naja. Aber seid euch versichert, nächstes Mal mache ich da die Hauptstory weiter. Und egal, ob es jetzt schon bald endet, ich werde auf jeden Fall 100% hier noch machen. Also ich werde alles noch sammeln. Dann werde ich da so einen Zusammenschnitt machen. Das wird dann nochmal 3-4 Parts geben, maximal. Und dann ist auch vorbei. Schade. Gibt es eigentlich DLCs für Tomb Raider? Ich weiß es jetzt gar nicht. Also je nachdem würde ich mir sehr viele Grabkammern wünschen. Ist das machbar? Einfach nur Grabkammern. Einfach nur Tombs, die man macht. Einfach nur Rätsel und dann geht das schon. Leichenbomben. Ja, das finde ich irgendwie ein bisschen krass, ne? Das finde ich sehr krass, diese Leichenbomben. Müsste ich mal ausprobieren, aber irgendwie bin ich dann doch nicht so der Abwarte-Typ, dass ich eigentlich immer alles ganz schnell erledigen will. So, warte mal. Hey, ist es schon Abend, oder? Auf jeden Fall ist die Lichtstimmung ganz anders auf einmal. Vögelchen! Naja, dann halt nicht. War nicht irgendwo noch ein Monolith oder so? Willkommen zurück.
Sie waren also in einigen der alten Gräber. Ja, aber ich glaube, alle habe ich noch nicht gefunden. Sie haben noch ein Geheimnis entdeckt, stimmt's? Und ich habe noch mehr Münzen für Sie. 30. Na cool. Den Monolith konnte ich noch nicht lesen. Jetzt aber schon. Jetzt habe ich doch Griechisch 7, oder? Oh, natürlich. Es ist ein Rätsel. Aber wenn ich richtig verstehe... Na, Münzverstecke. Da ist auch noch eine Krypta. Wir gehen mal schauen, ob ich nicht in die Krypta noch reinkomme. Naja, es ist ja... Jonah ist ja erstmal okay. Also, ne? Das ist gut. Um Jonah brauchen wir uns jetzt wirklich... Oh, da geht's rein. Brauchen wir uns jetzt wirklich keine Sorgen mehr zu machen. Finde ich schön. Oha. Erstmal hier ein bisschen hacken. Long. Ja, alles klar. Da kann ich mich durchhauen. Nochmal 5 Münzchen. Zählen diese Kryptas oder Krypten... Zählen die eigentlich auch zu Gräbern? Also ich meine, es gibt ja 2 Relikte, die ich hier noch brauche aus der Krypta. Oder aus denen. Oh Gott. Wow, das war nicht so toll. Hätte ich mir beinahe noch weh gemacht. Und... Ja. Ah, guck mal, ich krieg die ganze Zeit das seltene Material. Sehr gut. Das brauche ich auch zum Craften, ne? Wow. Achso, so tief war das hier jetzt gar nicht. Na denn... Schild. Ich würde den Schild ja mitnehmen. Der sieht wertvoll aus. Ich würde hier so einiges mitnehmen. Das oh. Alles sehr wertvoll. Aurora, die Ärztin. Ach, das ist Maximum Griechisch 7. Hey, cool. Ich habe Griechisch schon auf Maximum. Gut. Da ist noch ein Text. Der Weg nach Kitesh war lang und hart. Schwäche, Krankheiten und Verletzungen waren alltäglich. Aurora war eine Gläubige, die die Lehren des Hippokrates und der großen römischen Heiler kannte. Dank ihr haben so viele die Reise nach Kitesh überlebt. Es ist ihr Vermächtnis, dass das Wissen des Heilens unter den Gläubigen immer noch weitergegeben wird. Ach ja, Jacob. Ich mag die Stimme voll gerne. Ich möchte wieder schwimmen gehen, ja? Ach, guck mal, das ist die Krypta. Da war ich doch schon, oder? Oder ist das was Neues? Nee, das ist was Neues. Cool. Ah, alles klar. So bekomme ich den antiken Bogen. Der ist wahrscheinlich der beste. Hoffe ich doch mal. Wäre richtig nice. Obwohl der Compound-Bogen... Ja, Compound. Für mich eigentlich im Moment so der beste ist, weil der hat die meiste Durchschlagskraft. Wahrscheinlich ist es nicht unbedingt das beste Ding, um... Oh. Achso, das ist Öl. Ja, wie gesagt, das ist nicht das beste Ding, schätze ich mal, um jetzt Gegner mit dieser Aufschaltfunktion... zu besiegen, aber es ist cool. Cooles Teil. Ist nichts mehr. Oh wow. Ich dachte, da wäre noch ein bisschen was. Und, oh schade, kein Chromit bekommen. Ah, da war noch mehr. Langsam müsste es aber mal voll sein, die Tasche.
Ach, da ist nochmal. Oh, entschuldigt. Ich habe eigentlich die Erkältung schon hinter mir, aber so ein bisschen hüsteln und brüsteln muss ich manchmal noch. So. Das war die Krypta. Das war leider auch schon wieder dieser Part. Denn ich habe alles. Herausforderungen. Warte mal. Hängen gelassen. Ja, die Kaninchen. Die Sprünge. Ich weiß auch nicht, wie ich die Sprünge, die Tauchsprünge machen soll. Wahrscheinlich eben mal diesen, ja, Kürbis werfen. Ich schätze einfach mal an diesen Seen hier. Überall. Da waren ja diese Teile. Ja. Die Ziele mit Pfeilen getroffen. Das ist aber gar nicht hier. Also, wenn das markiert ist, dann habe ich das meistens schon gemacht. Oh, das ist noch mehr. Wie viele Erze auf einmal? Die habe ich eben alle gar nicht gesehen. Nun gut, liebe Leute, ich danke euch wie immer sehr fürs Zusehen. Und würde sagen, wir sehen uns wieder zu Tomb Raider, beziehungsweise Rise of the Tomb Raider. Bis dahin.